Kronkelit der Schweiz bietet Information und Aufklärung und ganz, ganz viel Wissen. Typische Fragen: Was essen ihr? Was sind die typischen Symptome? Wie lebt man mit dem? Was sind Einschränkungen? Was gibt es für Medikamente? Wir sind auch dieses Jahr wieder der Hauptsponsor für die Aktivitäten des SMCCV zum Welt-CED-Tag. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sind, an diesem Samstag vor Pfingsten mit regem Zulauf und noch viel größer auch als im letzten Jahr. Also zum einen ist es ein absolutes Erlebnis, den SMCCV zu treffen, eine der engagiertesten Patientenorganisationen in der Schweiz, mit Herz dabei. Zum anderen, wenn man nicht weiß, was zum Beispiel Morbus Crohn ist, dann ist es die beste Gelegenheit, sich in einer freundlichen, offenen und spielerischen Atmosphäre darüber zu informieren. Sehr positiv. Also wir haben viele Leute in unserem Stand. Das Thema ist eben chronisch entzündlicher Darm. Also im Moment einfach Broschüre und Rat und Tat rund um die Stoma. Weil ich selber bin seit 1994 betroffen und da können wir eben mit Rat und Tat können wir zur Seite stehen. Ein Stoma ist nichts anderes als ein künstlicher Darmausgang. Also es sind meistens so Behandlungsfragen, also viele Patienten haben Fragen zu, ist die Behandlung, die sie jetzt gerade im Moment haben, gut, kann man das vielleicht optimieren? Also es geht vor allem um Fragen rund um das Thema Behandlung. Nein, es sind eigentlich sehr realistische Fragen. Also es geht immer um den eigenen Fall und es geht immer darum, kann man den eigenen Fall vielleicht Therapie optimieren oder nicht optimieren. Das Wichtigste ist, glaube ich, das Vertrauen in den Arzt zu haben, dass er eigentlich nur das Beste für den Patienten will und dass man eigentlich mit allen Problemen durchaus auch zum Arzt gehen soll. Also ich sehe durchaus, dass quasi eine gewisse Morgenröte da ist, weil es sind mehrere Medikamente, die eigentlich auf den Markt werden kommen, wo ich sehr viele Hoffnungen drin habe. Keines von diesen Medikamenten wird der absolute Durchbruch sein, aber wir werden sicher wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre deutlich mehr Medikamente haben zur Therapie von chronisch entzündlichen Darmkrankheiten. Und ich persönlich gehe davon aus, dass quasi das Ganze, alles rund um Bakterien, also Darmflora und so weiter, dass das wird zunehmend eine wichtige Rolle spielen und dass man vielleicht in Zukunft irgendeinen speziell auf sich zugeschnittenen Cocktail von Darmbakterien dann wird verabreichen. Mir gefällt es wunderbar. Alle Aufmachung finde ich lässig. Die Abwechslung ist spannend. Und ich bin erstaunt, wie viel das es hat. Also vom Morgen um 9 Uhr weg eigentlich haben ganz viele Leute da gewesen. Sie sind sehr interessiert. Sie wollten Sachen mit heimnehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wenig Sachen mitgenommen. Und freut mich sehr, dass das ankommt bei den Leuten, weil die Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig. Sehr offen, ja. Sie fragen, sie wissensbegierig würde ich es fast nennen. Ja. Sehr wichtig ist sicher die Information, dass sie wissen, um was es eigentlich geht, was es ist, wie man helfen kann, was für Medikamente es gibt. Weil früher oder später stehen sie vor einer Entscheidung, was für ein Medikament nehme ich ein, dass sie informiert sind, dass sie auch mit dem Arzt diskutieren können, dass sie nicht alles akzeptieren müssen, was der Arzt ihnen will geben, sondern dass sie selber mitentscheiden können, wie sie weiter vorgehen mit ihrem Verlauf von der Krankheit respektive Gesundheit. Also ein Tipp, den ich habe, ist, wir tun einmal im Jahr vom Verband her ein Wochenende, so ein Seminarwochenende, das ist im September wieder, am 1. und 2. September, wo wir zusammenkommen, wo wir begleiten, wo ich auch helfe zu begleiten. Und dann können die Leute untereinander das austauschen und dann entsteht so eine Gemeinschaft. Und das tut extrem gut, wenn man mal so ein Wochenende kann miteinander verbringen und merken, dass man nicht allein ist.